Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Ja, ich muss euch das Auto einfach nochmal detaillierter zeigen, den Globetrotter XLi Premium. Also echt geiles Auto. Ich habe heute die Ehre gehabt, an dem Fahrzeug zu arbeiten und ich muss sagen, wir haben uns echt so ein bisschen in das Auto verliebt. Also hört sich schon fast ein wenig doof an, aber es ist einfach schon, also wenn man das hier so sieht, ne? Also innen die Ausstattung schon echt Wahnsinn. Tolles Fahrzeug, tolle Ausstattung, alte Heizung und wir durften jetzt nur kleine Modifikationen vornehmen. Hier haben wir auch das Luftfahrwerk von Alco. Tolle Qualität, tolle Marke. Wir haben jetzt auch noch zusätzlich verbaut, weil ich hier jetzt gerade den Radio einblende, eine zusätzliche Unterbodenkamera, damit man den Fäkalientank, also den Schnellauslass aus dem Fäkalientank sehen kann beim Randfahren in der Entsorgungsstation, weil der ist ziemlich mittig vom Fahrzeug. Und da kommt man, so kann man das nicht sehen. Also das ist immer so ein Ratespiel. Und jetzt haben wir da eine Kamera hingebaut und die fängt sogar auch, weil der hat ja zwei Auslässe. Einmal hat er den Standard-Fäkalientank, weiß nicht, ob ich ihn einfangen kann. Da unten sieht man nicht, wo ist er? Da hinten ist er, der kleine Stutzen da. Ich zeige es euch und zwar genau hier, genau. Das ist der Schnellauslass. Und dann haben wir aber hier vorne auch nochmal einen Auslass, wo man ran kann. Also der hat zwei Auslässe, bloß den da unten, den sieht man nicht. Und die Kamera haben wir jetzt so eingestellt, dass man sogar beide Auslässe sehen kann. Also da kann man besser ranfahren und genau über das Gitter gleich fahren. Und dann hat man nicht die ewige Rangiererei. Ist eine tolle Geschichte. Und das haben wir heute dementsprechend installiert. Dann haben wir auch noch eine zusätzliche Steckdose verlegt, und zwar hierher, wupp, eine 230 Volt Steckdose, wollte der Kunde da an der Stelle haben, damit man halt einfach noch einmal eine Möglichkeit hat. Dann haben wir, das zeige ich euch gleich innen drin, aber da kann ich nicht mehr aufmachen, weil den haben wir ziemlich gut verbaut, und zwar hier unter dieser Sitzbank haben wir von der Firma Teufel, den hat der Kunde mitgebracht, einen Subwoofer verbaut, weil er hat schon hier Teufel-Anlage da hinten, die Soundbar da oben ist auch Teufel. Und da haben wir, haben wir den unter den Sitz verbaut und dementsprechend angeschlossen an 230 Volt, damit auch das funktioniert. Wie ihr da oben schon seht, hat der Kunde natürlich, und das habe ich ja gestern in meinem Video schon angedeutet, einen Wechselrichter schon verbaut von Victron. Den zeige ich euch gleich nochmal, da ist das Display dafür. Da sage ich euch auch gleich nochmal was dazu. Und dann haben wir noch zusätzlich einen Lüfter für den Kühlschrank verbaut. Ist ja nichts Besonderes, das einen Lüfter reingesetzt, damit der Kühlschrank, Absauberkühlschrank, seine Tätigkeit gut machen kann. Und ein bisschen gekühlt wird, wenn er überhitzt. Und ja, was haben wir noch gemacht? Dann haben wir natürlich noch einen Ladebooster verbaut. Ein schönes Heck hat er auch, gell? Also ich finde ihn echt richtig schön. Tolles Heck, schaut klasse aus. Dann haben wir noch einen Ladebooster verbaut und natürlich auch zwei Lithium-Akkus. Und jetzt, wenn wir mal gucken, hier schaut euch diese Brocken an. Also da hat ein Lithium-Akku, also ich habe es kaum, gut und gern, ich müsste jetzt raten, aber 30, 35 Kilo hat so ein Brocken bestimmt. Also Wahnsinn, die sind irre schwer. Also da habe ich mir schon ganz schön plagt, bis ich die heraus gehabt habe. Dann haben wir natürlich ein bisschen die Kabelei verändert, weil, wie ihr schon seht hier, das waren die Kabel. 2x35 Quadrat, wobei ich gleich dazu sagen muss, also das Fahrzeug, das hat mich auch sehr überzeugt und überrascht, mal vom Hersteller her, wie toll da die Verkabelung im Prinzip schon war.
die Querschnitte dementsprechend im Prinzip 2x35, 70 Quadrat. Also das ist schon ordentlich als Batterieverbinder. Also muss ich echt sagen, tolle Geschichte. Sauber verbaut gewesen. Das Einzige, was mir halt nicht so gefällt, aber das ist mein persönliches Anliegen, mir gefällt es nicht, wenn hier diese Klemmen und hier dann die ganzen Kabel draufziehen. Und das finde ich halt optisch einfach nicht wirklich schön. Einmal optisch nicht schön und es ist halt auch nicht vom Batteriewechseln her nicht toll. Ich finde es einfach halt nicht mehr, ja, zeitgemäß, wie auch immer. Egal, aber das ist mein persönliches Thema, weil ihr seht schon hier, ne, wenn dann die ganzen Kabel drauf sind und da waren ja noch etliche mehr drauf. Und beim Pluspol war dann noch ein separater Kasten verbaut mit der Sicherung. War alles, ja, so, ja, kann man machen. Wir haben es jetzt ein bisschen verändert. Ich habe es jetzt so gestaltet. Wir haben jetzt hier 70 Quadrat genommen, dementsprechend für die Verbinder. Ich habe hier einen sauberen Plusverteiler verbaut, wo wir dann die ganzen Plus Thematiken angeschlossen haben, die auch vorher eben auf dem Pol waren, und da seht ihr schon, was da zusammenkommt. Und das finde ich persönlich halt immer nicht mehr so schön. Und gleichzeitig habe ich dann auf der anderen Seite hier hinten einen Masseverteiler verbaut, damit wir das gleiche natürlich auch auf der Masseseite so gemacht haben. Hier liegt die Massekabel auch natürlich über Kreuz. Hier hinten geht Masse weg, hier vorne geht Plus weg. Dann haben wir hier unseren Ladebooster verbaut, der hier angeschlossen ist, auch dementsprechend gleich anständig verkabelt und auch alles mit Schutzrohre dementsprechend, so wie man das auch machen muss. Und ja, einfach toll gemacht. Also dann die Batterien natürlich wieder mit der Originalhalterung befestigt. Die haben wir bloß ein bisschen modifiziert, damit sie jetzt wieder passt, weil die anderen Batterien natürlich ein bisschen anders ausgeschaut haben, wesentlich schwerer waren. Die sind natürlich leicht, aber die Batterien sind wieder bombenfest. Dann haben wir den Victron Multiplus umprogrammieren müssen, weil wir haben ja jetzt aktuell keine AGMs mehr, wie vorher verbaut waren. 2x150 Watt Amperestunden AGM waren drin. Jetzt haben wir 2x150 Lithium. Also im Prinzip hat der Kunde jetzt mit der Option seine Stromverhältnisse verdoppelt, weil wir ja jetzt 300 Amperestunden voll zur Verfügung haben. Und vorher hat man 2x150, sprich einmal 150 letztlich, wenn wir 50% abziehen, wo er effektiv zur Verfügung hatte. Und somit hat er sich jetzt hier in der Kapazität schon mal verdoppelt. Und wir mussten natürlich das Gerät hier umprogrammieren. Das zeige ich euch auch gleich, das blende ich ein, weil wir natürlich die Problematik haben, die war auf AGM gestanden und der hat natürlich keinen Tippschalter oder sonst was, was man da umstellen muss. Da muss man ins Programm eingreifen. Ist aber kein Thema. Ein Laptop und Auslesegerät und dann dementsprechend die Einstellungen verändert, damit es passt. Und an die Batterie, an die Liontron anpassen und dann ist alles gut. Nur, da möchte ich nochmal betonen, so ein 1:1-Tausch, wenn man jetzt so in der Konstellation, was man hier verbaut hat, ist natürlich nicht möglich, weil der würde ja dann komplett falsch laden und das wäre natürlich für die Akkus nicht wirklich toll. Jo, dann haben wir hier da oben den Schaut-EBL-Block, da hinten haben wir die Batterieanschlussplatine, wo die ganzen Batterien zusammenkommen, Starterbatterie, Aufbaubatterie, die ganzen Masseverteilungen, die Plussignal und, was man alles so braucht. Da haben wir hier natürlich nur Sicherung von 230 Volt. Ja, also so haben wir den Kasten jetzt gestaltet. Jetzt kommt dann wieder die Blende davor. Die stehen hier. Die Gitter kommen da wieder hin, damit man da natürlich nicht reinlangen kann. Und ja, tolles Gerät, tolle Sache, toller Kasten. Das Einzige, was ich zu dem Multiplus noch sagen möchte, also das ist ein super geiles Gerät, jedoch, ihr hört schon, wenn der Lüfter läuft, ganz schön laut. Also von daher sage ich immer, kommt immer drauf an, für welches Fahrzeug.
Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, in einen Van oder in einen Kastenwagen oder ja, da würde ich ihn, glaube ich, nicht einbauen wollen. Weil wenn der da direkt, da hört man das ja viel eicher, das ist ja viel kleineres Auto. Und das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen anstrengend, wenn der läuft und man hat hier ständig dieses Lüftergeräusch. Also muss man mögen. Und ja, aber ansonsten die Konstellation, so wie ihr es jetzt hier seht, eigentlich gut und gut gelungen. Schaut sauber aus und ja, das haben wir heute vollendet. Und jetzt schauen wir da oben, da ist noch offen, weil da checke ich gerade nur die Kühlschranktemperatur und den Lüfter dementsprechend, damit das auch alles funktioniert. Hier haben wir ja schon gesagt, haben wir den Ladebooster verbaut unter dem Sitz. Und jetzt gehen wir mal kurz rein. Ich wollte nur was sagen zu der Bedieneinheit hier, weil die hat natürlich eine Besonderheit, weil der Multi Plus hat natürlich die Möglichkeit, hier einer Landstrombegrenzung einzustellen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier, kann ich runterregeln und je weiter ich da runterregel, das ist im Prinzip der Wert, den ich einstellen muss, wenn ich auf einem Campingplatz bin und nur Platz erwische mit einer 8 Ampere Sicherung, dann kann ich hier auf 8 stellen und dann nimmt der Wechselrichter, beziehungsweise wenn ich dann die Klimaanlage hier einschalten möchte, weil hier haben wir eine Klimaanlage verbaut und möchte die einschalten, dann reichen die 8 Ampere vielleicht nicht. Und den Rest, wo dann noch fehlt, holt der Wechselrichter natürlich aus der Lithiumbatterie und steuert die dann dementsprechend hinzu. Somit kann man auch auf einem schwächer abgesicherten Platz dementsprechend gut haushalten mit dem Strom und hat jede Menge Möglichkeiten. Jo, dann haben wir hier schon angedeutet, Teufel Soundbar. Dann haben wir da noch ein bisschen was umgeschlossen. Genauso hinten haben wir nur Soundbar im Schlafbereich an 12 Volt angeschlossen. Dann haben wir hier die kleine Küche, hier die Dinette sauber verbaut. Also echt tolles Fahrzeug. Ich finde es richtig schick. Schaut klasse aus. Super gepflegt, tolles Fahrzeug. Also das, ja, schon ein bisschen verliebt in das Ding. Durch die Teufelanlage natürlich auch einen richtig guten Sound hier in dem Fahrzeug. Auch schön, auch hier oben die zwei Dächer, kommt richtig schön Licht rein durch das voll integrierte natürlich auch noch. Also ist schon richtig, richtig mega das Teil. Macht richtig Spaß. Jo, alte Heizung habe ich schon erwähnt, genau, das haben wir ja auch noch. Und ja, das war's eigentlich, das wollte ich euch zeigen, den Umbau wollte ich euch zeigen, hier den Elektrokasten wollte ich euch zeigen, ein bisschen was zum Wechselrichter erzählt. Und ja, in dem Sinn war's das wieder vom Projekt her, ist abgeschlossen, jetzt geht's nur ein bisschen ans Reinigen und ja, dann wird das Auto morgen wieder geholt und dann hoffe ich, ist der Kunde zufrieden und wir auch und dann ist alles gut. In dem Sinn gehen wir morgen das nächste Objekt an und machen das fertig. Der steht schon hier, den habe ich euch ja schon vorgestellt, schon vorbereitet und dann habe ich noch einen Chausson, den hole ich auch noch morgen rein. Den werden wir auch zeigen an Teil, weil da kriegen wir auch eine größere Geschichte, wo wir da machen. Ja, da freuen wir uns schon wieder drauf. Also wir haben gut zu tun und alles ist gut. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Alles Gute, vielen Dank für die tollen Likes und für die Abonnenten. Und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und in dem Sinn, alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Ciao, eure Mikas.